Warum möchten Ehegatten den anderen begünstigen und eine überhälftige Vorschlagszuweisung in einem Ehevertrag vereinbaren? Wie wird dies erbrechtlich behandelt? Beziehungsweise wie wirkt sich das auf die Berechnung der Pflichtteile aus? Davon handelt dieses Video. Mein Name ist Tamara Frehner. Ich bin als selbstständige Rechtsanwältin im Kanton Zürich tätig. Falls Ihnen dieses Video zusagt, dann liken Sie es bitte und leiten es an jemand anderen weiter. Oft wünschen ältere Ehepaare zur Altersvorsorge und junge Paare mit Nachkommen und Hauskauf den anderen im Todesfall zu begünstigen. Dies kann unter anderem durch Abschluss eines Ehevertrages erreicht werden. Für den überlebenden Ehegatten ist oft entscheidend, was er aus Güterrecht erhält. Ohne Ehevertrag unterstehen die Ehegatten grundsätzlich den Vorschriften über die Errungenschaftsbeteiligung. Nach Gesetz steht jedem Ehegatten die Hälfte des Vorschlages, also der Gesamtwert der Errungenschaft abzüglich den Schulden, des anderen zu. Davon kann abgewichen werden, indem eine andere Beteiligung am Vorschlag durch Ehevertrag vereinbart wird. Beispielsweise kann bei Auflösung des Güterstandes durch Tod die Summe beider Vorschläge dem länger lebenden Ehegatten zugewiesen werden. Man spricht von einer Überlebensklausel bzw. Totalvorschlagszuweisung. Folglich fällt nur das erblasserische Eigengut in den Nachlass. Artikel 216 ZGB duldet sozusagen ein Sondererbrecht. Dabei ist zu unterscheiden, ob die überlebenden Ehegatten gemeinsame oder nicht gemeinsame Kinder haben. Die über die Hälfte hinaus zugewiesene Beteiligung am Vorschlag wird bei der Berechnung der Pflichtteile des überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Partners, der gemeinsamen Kinder und deren Nachkommen nicht hinzugerechnet. Hingegen darf eine solche Vereinbarung die Pflichtteilsansprüche der nicht gemeinsamen Kinder und deren Nachkommen nicht beeinträchtigen. Mit anderen Worten ist die überhälftige Vorschlagszuweisung bei nicht gemeinsamen Kindern zu berücksichtigen. Früher war die Qualifikation der Zuwendungen aus Ehevertrag umstritten, die Berechnung der Pflichtteile sowie die Reihenfolge der Herabsetzung. Heute, gemäß revidiertem neuen Erbrecht, gelten Zuwendungen aus Ehevertrag als Zuwendungen unter Lebenden und werden daher als erstes herabgesetzt. Gesetzlich ist keine Wiederverheiratungsklausel vorgesehen. Die Stellung des überlebenden Ehepartners wird im klassischen Familienmodell mit gemeinsamen Kindern gestärkt. Das bedeutet auch kleinere Pflichtteile für gemeinsame Nachkommen. Das erblasserische Eigengut fällt in den Nachlass. Dessen Wert ist zu ermitteln. Das vereinfacht und beschleunigt die Erbteilung. Leider kann sich eine Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten nachteilig für die gemeinsamen Nachkommen auswirken. Dem ist mit vertraglichen Schutzklauseln zu begegnen. Denn nur im Idealfall wird bei dem Ableben des überlebenden Ehegatten im sogenannten Zweitversterbensfall das gesamt noch vorhandene Vermögen den gemeinsamen Nachkommen zugutekommen. Bei hängigen Scheidungsverfahren, das den Verlust des Pflichtteilsanspruches des überlebenden Ehegatten bewirkt, werden solche Begünstigungen aus Eheverträgen von Gesetzes wegen gegenstandslos. Mit anderen Worten kann der überlebende Ehegatte nichts zu seinen Gunsten ableiten, außer der Ehevertrag sehe dies ausdrücklich vor. Notieren Sie sich, ob ein Ehevertrag für Sie Sinn macht, falls bereits ein Ehevertrag besteht, was Sie vereinbart haben. Ich freue mich,
sie bei einer friedlichen Vermögensübergabe unterstützen zu dürfen, damit ihre persönlichen und letzten Wünsche verwirklicht werden. Kontaktieren Sie mich. Ich freue mich auf Sie.